Ja, vielen Dank, lieber Jan. So, als ich vorhin gekommen bin, da waren um 9:30 schon einige hier und haben gewartet, dass es zumindest mal mit dem Einlass losging. Und ja, wo ist der Kollege aus Berlin, der sagte, ja, deine Vorträge habe ich schon gehört. Ja, also das wird jetzt ein Vortrag sein, den der ein oder andere, die ein oder andere schon gehört hat. Ich habe es ein bisschen aufgepeppt, werde relativ zügig durchgehen, weil ich glaube, dass es einfach gut ist, nochmal wirklich gerade auch denjenigen, die nicht, wie die meisten von uns, sich tagtäglich mit Blockchain beschäftigen, dass die nochmal so ein Stück weit einen roten Faden haben, wie funktioniert das grundsätzlich, was heißt das auch gerade im Businessbereich. Ja, Chainstep arbeitet unter dem Motto, und das leben wir auch, wir bringen Blockchain in die Realwirtschaft. Das heißt, ja, natürlich möchten wir auch sensationell neue Wege gehen, aber in erster Linie schauen wir immer darauf, was heißt das eigentlich für bestehende Wirtschaft, wie kann man auch den digitalen Transfer, wie kann man den auch durch Blockchain unterstützen. Das machen wir durch Schulungen, durch Trainings und eben auch durch Implementierung. Das Unternehmen ist noch gar nicht so sehr alt. Heute sind es 5 Monate und 9 Tage, glaube ich, sowas in der Größenordnung. Wir konzentrieren uns auf Transportlogistik sehr stark auf den Standort Hamburg, aber eben nicht nur. Und dann muss Dilbert auch mal ran, wenn ich mich heute mal beschreiben würde, wie ist denn so mein Leben sehr häufig, ja, dann kommt sowas eben sehr schnell vor. Also ich habe schon einen sehr hochdekorierten Manager vor mir gehabt und gesagt, ja, ich habe gehört, Sie können Blockchain gut erklären, dann machen Sie mal. Ich habe jetzt 2 Minuten. Das ist ein bisschen schwierig, ja, also das hat ja einige Facetten, das kann man nicht so schnell erklären, aber ich gebe mir Mühe, jetzt in den nächsten gut 20 Minuten euch einen vernünftigen Einstieg zu geben. So. Dafür wäre es gut, wenn das auch tun würde. Blockchain Basics, ja. Das Ganze hat ja mal angefangen mit Bitcoin. Bitcoin im Prinzip die erste Applikation, die Blockchain-ähnliche Strukturen genutzt hat. Wir könnten jetzt unten das komplette White Paper zu Bitcoin durchgehen. Ein Mensch, eine Organisation, eine Gruppe von Menschen mit Satoshi Nakamoto hat dieses Paper geschrieben, ist veröffentlicht worden im Oktober 2008. Mehr ist das nicht. Daraus ist inzwischen insgesamt ja richtig was Großes entstanden. Und am Ende ging es eben in dem White Paper darum, eben eine Peer-to-Peer-Version von einem Bezahlsystem zu machen. Also, dass man einen Mittelmann, eine bankähnliche Struktur nicht immer noch zwingend braucht. Das ist, wie gesagt, quasi eine Applikation auf Blockchain-ähnlichen Strukturen. Und wenn wir uns dann mal anschauen, was Blockchain eigentlich im Kern ist, das ist eben eine Art verteilter Datenbankstruktur, die es ermöglicht, allen an dieser Struktur Teilnehmenden direkt miteinander Transaktionen abzuwickeln und dabei den Status und die Historie zu sehen. Also man kann es so sehen, bleiben wir bei Bitcoin, man sieht, wer wie viel Bitcoin hat, aber auch umgekehrt, man sieht, wann wem welcher Bitcoin gehörte. Und das ist ganz hilfreich, wenn man das auch so anguckt, wenn wir später uns anschauen, was heißt das eigentlich für Dinge wie Smart Contracts, wie Ethereum. Um zu verstehen, warum das relevant ist, hilft es meines Erachtens, sich nochmal vor Augen zu führen, wie sich die Nutzung des Internets, was ja eigentlich ein Peer-to-Peer-Thema von Anfang an war in der Konstruktion, wie die eigentlich sich entwickelt hat. Ursprünglich gab es Webseiten, da sind wir hingefahren, haben dort eben entsprechend uns Informationen abgeholt. Das war ein sehr zentraler Ansatz. Dann kam eben der verteilte, dezentrale Ansatz, wo es eben darum geht, oder nicht verteilt, sondern nur dezentral, wo es darum geht, dass man verschiedene Intermediäre hat, man nennt das dann auch die Web 2.0-Zeit, in der wir ja jetzt leben, Social Media, Plattformen und Ähnliches kam da nach oben, wo man eben ja wirklich so Plattformen sehr stark entwickelt hat, mit den Vorteilen, aber auch durchaus mit Intermediärstrukturen, die man so vielleicht gar nicht hätte haben wollen, wenn man es vorher so verstanden hätte. Erst wenn man es schafft, dass man wirklich das Netz so nutzt, dass man eine dezentrale, verteilte Situation hat, erst dann kann man eben tatsächlich auch, ohne dass man einen anderen Menschen, der hinter einem Knotenpunkt dann eben sitzt in dem Netzwerk, kennt, dass man direkt vertrauenswürdig oder vertrauensvoll mit jemandem Transaktionen machen kann oder andersrum. Man braucht eigentlich kein Vertrauen. Das Vertrauen ist im Code verankert. Im Prinzip kann man das so sehen, dass dem Internet ein weiterer Layer hinzugefügt worden ist. Erste Phase Kommunikation, zweite Phase Interaktion, dritte Phase Transaktion. Wie funktioniert das Ganze?
ganz kurz, in einer Minute oder knapp darüber, links angedeutet die verteilten Strukturen, die verteilten Datenbanken, überall eine identische Kopie der Transaktionshistorie. Sie sehen teilweise diese Minenwerkzeuge. Diese Knotenpunkte haben eben eine weitere Funktion, das sogenannte Mining, da komme ich gleich drauf. Das, was ich Ihnen jetzt erkläre, wird genauso genutzt in der Bitcoin-Blockchain oder vereinfacht dargestellt, so ist vielleicht besser. Es gibt auch andere Verfahren, die Ähnliches anstreben. So, wenn jetzt eine neue Transaktion aus dem Netzwerk initiiert wird, dann wird diese Transaktion gemeinsam mit weiteren Transaktionen in einen Block gepackt. Über diesen Block wird, ich stelle das ganz einfach dar, ein mathematisches Rätsel ausgelobt. Dieses Rätsel ist so strukturiert, dass es sehr viel Rechenleistung erfordert, eine Lösung zu finden, aber man sofort sieht, ob die Lösung richtig ist. Eine Kombination von mathematischen Prozessen ergibt schlussendlich eine Zahl, die möglichst viele führende Nullen haben muss, also eine Mindestzahl von führenden Nullen, dann ist das Ergebnis richtig. Also es gibt immer mehrere Ergebnisse. Wenn ein Block so gelöst ist, so nennt man das auch, dann gibt derjenige, der diesen Block gerechnet hat, dieser Miner, der gibt dann die Information an das Netzwerk, hier ist ein Block, ich habe eine valide Lösung. Das Netzwerk sieht aufgrund der ausreichenden Zahlen führender Nullen, da ist eine valide Lösung und dieser Block wird dann als nächster Block in die Kette gehängt. So ist im Prinzip der Begriff Blockchain, Blockkette zu verstehen. Und anschließend machen die Miner sich auf den Weg, den nächsten Block zu rechnen. Das können Sie weiter diskutieren und verstehen und analysieren, aber im Grunde reicht das eigentlich aus, dass Sie verstehen, durch eine Synchronisation von verschiedenen Datenbanken oder von einer Datenbank, die auf verschiedenen Knoten liegt, ist gesichert, dass eben das Ergebnis immer das gleiche ist. Sie können das nicht zurückrollen. Theoretisch ja, praktisch nicht, weil das viel zu viel Rechenleistung bedeuten würde, dann eben 6-7 Transaktionen rückwirkend die Datenbanken zu ändern. Die Miner machen das, hier weiter Beispiel Bitcoin, nicht kostenlos, sondern sie bekommen einen sogenannten Reward. Dieser Reward wird bei Bitcoin alle circa 4 Jahre halbiert. Am Anfang waren das 50 Bitcoin, derzeit sind das 12,5 Bitcoin. Die ersten Bitcoin hatten quasi keinen Wert oder wenige Cent. Heute ist ein Bitcoin, ich habe heute Morgen gar nicht geguckt, das ändert sich ja im Augenblick gerne mal um einige 100 Euro am Tag. Aber ich sage mal, irgendwo zwischen 6.000 und 7.000 Dollar wird das wahrscheinlich ungefähr liegen. Mike, bin ich richtig? Ja, ne, passt, ne? Gut, ja, okay, danke. Sodass, wenn man das dann eben mal 12,5 nimmt, dann sieht man, wie viel Wertschöpfung in Bitcoin beziehungsweise dann auch in Dollar dort eben geschaffen wird. Sehr viel Rechenleistung, das konzentriert sich natürlich auch in bestimmte Hardware, die extra dafür entwickelt wird und Ähnliches. So. Und weil ich dieses Video so schön finde und sonst fast nie nutze und damit wir hier auch ein Stück weit wach werden am Morgen, habe ich jetzt ein kleines Video reingepackt, das ist glaube ich 96 Sekunden lang und das erklärt die Bitcoin-Blockchain. Ich hoffe, der Ton ist an. So, da sehen Sie, was ich alles in den 2 Minuten, die länger waren als das, was er jetzt hier in Zeit genutzt hat, nicht erwähnt habe. Zum Beispiel, dass die Gesamtzahl der Bitcoin mathematisch begrenzt ist, das sich dem Code begründet, 21 Millionen, mehr wird es nicht geben. Und damit kann man sich auch gut vorstellen, ein Gut, das per se knapp ist, kann natürlich dann auch eine entsprechende Wertsteigerung erfolgen. Und man spricht auch durchaus hier und dort vom digitalen Gold. Aber es gibt eben nicht nur Bitcoin, es gibt eine Vielzahl von Kryptowährungen mit den unterschiedlichsten Zwecken. Hier sind nur wirklich einige aufgeführt. Oben die Zeile zeigt, wie viel es zum Stichtag 11. November gab. Das waren so gut 1200 mit einer Marktkapitalisierung von knapp 200 Milliarden US-Dollar, was eine Wertsteigerung von 650% seit der CeBIT diesen Jahres entspricht. Das geht aber nicht immer so weiter. Das kann dann auch mal in die andere Richtung gehen. Ja. Das zeigt aber einerseits, dass der Markt volatil ist, aber vor allen Dingen, dass sich unglaublich viel auch nach vorne getan hat. Die wesentlichen Kryptowährungen stehen auf der linken Seite eher, beziehungsweise historisch wesentlich wie Litecoin und Ähnliches. Ich möchte nur auf ganz wenige hinweisen. Bitcoin habe ich erläutert, Ethereum kommen wir gleich zu. Es gibt Dinge wie Ripple, das ist ein Coin, der in erster Linie im Bankenbereich eingesetzt wird. Es gibt auch quasi anonyme Währungen.
wir haben bei Bitcoin die Situation, dass es pseudonym ist. Das heißt, theoretisch kann man rauskriegen, wo das Geld schlussendlich gelandet ist. Bei Zcash oder Zcash und Monero ist das ein Stück weit anders. Auf der rechten Seite eher spezialisierte, beziehungsweise auch durchaus aus dem Schmunzelbereich kommende Kryptowährungen. Rechts oben sowas wie IOTA, eine Blockchain ohne Block und ohne Blöcke und ohne Kette, also ganz andere Verfahren, die dahinter sind, oder auch Dinge wie Storage, die für Cloud Computing in Blockchain-ähnlichen Strukturen gedacht sind. Rechts unten haben wir den Duckcoin, wir haben den Pizzacoin, wir haben auch den Trumpcoin. Herr Trump hat sich zum letzten Wahl eben auch ein Coin gegönnt. Die Marktkapitalisierung ist nicht sehr hoch. Als ich letztes Mal geguckt habe, waren das, glaube ich, 30 Millionen. Wenn Sie bei Bitcoin gucken, sind Sie irgendwo, glaube ich, immer bei 90 Milliarden. Ja? Also viele verschiedene Zwecke, ist aber jetzt ehrlich gesagt für uns gar nicht so sehr relevant, weil wir wollen ja darüber sprechen, was kann man eigentlich damit machen? Und dafür ist es gut zu verstehen, was hat das eigentlich für Ausprägung und welche Kernnutzen entstehen daraus. Ich habe das ein oder andere schon erwähnt, Peer-to-Peer, ganz am Anfang habe ich das erläutert. Die Transaktionshistorie ist transparent, aber dennoch sind Transaktionen als solches verschlüsselt. Sie können, je nachdem, was Sie machen möchten, durchaus weitestgehend eine komplett private Transaktion machen. Das hängt immer von der Konstellation ab, aber bitte verstehen, dass Sie wirklich ein extremes Spannungsfeld bedienen können zwischen Transparenz und Privatheit. Es ist nicht zensierbar und es ist im Nachhinein auch nicht veränderbar. Daraus ergeben sich etliche Schwerpunktnutzen. Hier die wesentlichen Disintermediation, Disrupt the Disruptors sind so die Zauberwörter, die immer wieder genutzt werden. Das heißt nicht, dass Intermediäre per se verschwinden werden. Ich glaube, es wird sich die Rolle ein Stück weit ändern. Es wird notwendig sein, dass Intermediäre eher den Transaktionen eigenen Wert zufügen. Und dann kann ihre Position sogar gestärkt werden. Wir haben ein großes Effizienzsteigerungspotenzial. Das Risiko kann nach unten gehen, dadurch, dass die Transparenz nach oben geht, aber auch beispielsweise die regulatorische Aufsicht in Prozesse reinprogrammiert werden kann. Die Sicherheit durch Kryptografie beispielsweise geht nach oben oder dadurch, dass sie immer gesichert sehen kann, wer wem was gehörte, wann wem was gehörte, und die Automatisierung, gerade im Bereich Internet der Dinge, Automatisierung und ähnliches, geht sehr stark nach vorne. Wenn man das jetzt nochmal verdichtet und sagt, wenn wir jetzt aus der Realwirtschaft gucken, wie können wir unsere Welt optimieren, dann ist Blockchain eine super spannende Technologie. Sie können einerseits tatsächlich Kosten deutlich runterbringen, Sie können die Effizienz erheblich nach oben bringen und Sie können die Risiken reduzieren. Das Ganze geht immer Hand in Hand damit, dass Sie das nach Möglichkeit vernetzt denken. Also Konsortien beispielsweise, deshalb ist es auch toll, wenn viele Firmen sich aus einer Branche damit auseinandersetzen beispielsweise und auch schauen, wo sind Kooperationsmöglichkeiten. Da liegen ganz große Vorteile. Zusammengefasst, ich finde dieses Zitat sehr schön, dass die Blockchain eins vor allen Dingen tut, dass sie ein Vertrauen, das man durch einen Intermediär, eine dritte Partei ermöglicht, dass das im Prinzip durch eine mathematische Beweisführung, dass etwas passiert ist oder stattgefunden hat oder gerade Fakt ist, das wird dadurch eben belegt. Ethereum, ich habe es angekündigt, ganz kurz, als ich gesprochen habe über das Thema Bitcoin, und man kann das auch sehen, wann gehört welcher Bitcoin wozu oder welchen Status hat der Bitcoin, so ist es richtig. Ein junger Kanadier mit russischen Wurzeln, mit dem Namen Vitalik Buterin, hat vor 4 Jahren sich nach einigen Jahren mit Bitcoin beschäftigend, ist er zu dem Ergebnis gekommen, das ist eine tolle Technologie, das ist bahnbrechend, aber er findet es eigentlich ein bisschen reduziert, dass man das nur für ein Asset gültig werden lässt, also dass es eben immer ein Bitcoin ist. Er sagt, eigentlich ist Bitcoin eine Art Code und man könnte auch einen anderen Asset nehmen als ein Bitcoin und den im Prinzip über eine Blockchain-ähnliche Struktur tracken. Dafür braucht man innerhalb des Systems eine Programmiersprache, man spricht da auch über eine Turing Complete Program Language, und er hat sich auf den Weg gemacht, so etwas zu entwickeln mit dem Namen Ethereum, und das hat schlussendlich im Prinzip die Möglichkeit, dass sie parallel auf vielen Knotenpunkten nicht nur ein Asset repräsentiert haben können, sondern
Programme laufen lassen können. Diese Programme laufen synchron, identisch, sind nicht veränderbar, können nicht gestoppt werden, es sei denn, sie sind so programmiert, dass sie über bestimmte Ereignisse, die von außen kommen, eben entsprechend den Status verändern. Ja, das ist im Prinzip die Grundidee, die Vitalik Buterin mit Ethereum hatte. Er nannte das eine Blockchain Application Plattform. Und das Ganze funktioniert auf sogenannten Smart Contracts. Also die Applikationen, die da entwickelt werden, die werden Smart Contracts genannt, was ehrlich gesagt ausreichend verwirrend ist, weil es ist ehrlich gesagt weder Smart noch Contracts. Ich nehme an, dass Herr Sümme da gleich auch noch mal was zu sagen. Und ich finde diese Ergänzung dazu immer sehr passend, dass es wirklich verwirrend ist. Eigentlich ist es nur ein Stück Code, der auch nicht unbedingt selbst extrahierend, sondern durch externe Einflussfaktoren über eine verteilte Struktur läuft. Ein einfaches Schaubild, wie das aussieht, finden Sie hier. Auf der einen Seite gibt es eben die Parteien, die sich entscheiden, eine bestimmte Willensbekundung, einen Vertragsbestandteil, wie auch immer, in Codes zu übertragen. Dieses wird dann über eine Blockchain programmiert. Von außen kommen sogenannte Triggering Events, also externe Einflussfaktoren. Das kann eben eine Information aus der Blockchain sein oder außerhalb der Blockchain, wie Wetterdaten oder ein Fußballergebnis oder wie auch immer. Und diese Informationen, die man auch Oracle nennt, verändert dann den Status des Programms. Es kann beispielsweise sein, es wird eine Wette abgeschlossen. Wenn das Ereignis stattgefunden hat, wird dann automatisiert der Wetteinsatz oder der Gewinn ausgezahlt. Auch hier wieder die Möglichkeit, die Regulation einzuprogrammieren. Aber dazu hören wir gleich noch einiges Spannendes mehr, wie ich das schon hören durfte. So. Vitalik Buterins, der ja die Thematik nicht Smart Contracts erfunden hat, das kommt jedoch einige Jahre zurück auf Nick Szabo aus den 90ern, der aber eben der Kopf hinter Ethereum ist, der das ursprünglich mal entwickelt hat, der sagt eben, aus seiner Sicht ist ein Smart Contract ein Computerprogramm, das direkt digitale Werte verwaltet bzw. kontrolliert. So, kommen wir noch als letzten Baustein für die heutige Darstellung, und dann gehe ich noch ganz kurz auf Use Cases ein, kommen wir zu dem Spannungsfeld zwischen Public und Enterprise Blockchain. Public Enterprise Blockchain ist im Prinzip ohne Zugangsbeschränkung. So wie ich es gerade die ganze Zeit berichtet habe, da geht es eigentlich darum. Und Sie können sich aber auch solche Systeme vorstellen als ein System, wo Sie die Zugangsregeln festlegen. Wann darf wer dabei sein, unter welchen Regeln darf er dabei sein? Das ist gerade zwischen Unternehmen teilweise eine deutlich präferierte Richtung, weil man nicht unbedingt dieses programmierte Vertrauen einer öffentlichen Blockchain braucht, weil man im Prinzip nur Ablaufregeln einprogrammieren möchte und den Vorteil von einer synchronisierten Datenbank nutzen möchte. Das ist hier so ein Stück weit, das Bild erinnert Sie hoffentlich an das, was ich am Anfang gezeigt habe, auch unterschiedlich dargestellt. Also Sie haben bei der Distributed Ledger Technologie im Bereich Enterprise, also Distributed Ledger ist ja ein Synonym auch für Blockchain oder ist ein Oberbegriff, wo Blockchain eben da eine Möglichkeit ist. Sie haben eben bei dem Enterprise-System oder bei dem Private-System, da kennen Sie eben die Teilnehmer und haben sie entsprechend zugelassen. Hier eine Darstellung, die einen guten Vergleich bringt. Das ist so ein Stück weit vergleichbar eben mit dem Unterschied zwischen Internet und Intranet. Auch beim Intranet sagen Sie ja, wer zu welchen Regeln eben daran teilnehmen darf. Daraus ergeben sich wiederum natürlich einige Unterschiede, wenn Sie diese komplexen Abstimmungsprozesse mit dieser einprogrammierten Vertrautheit oder Sicherheit nicht machen müssen, dann sind die Systeme schneller, aber Sie geben dadurch ein Stück von der Sicherheit ab. Für den Business-Bereich möchte ich abschließend noch ein Statement geben von William Mugayar, der morgen früh um 9 Uhr hier unsere Keynote halten wird. Da ist natürlich die Frage, was ist denn, wenn jetzt dieser Intermediäransatz nicht mehr da ist, wenn ich dieses Transaktionsgebührenmodell so vielleicht gar nicht mehr fahren kann, dann habe ich eigentlich eher eine Situation, dass ich auf Plattform Services baue, dass ich vielleicht in einem Konsortium eine Plattform baue und darauf Services baue und an den Services Geld verdiene schlussendlich. Da gibt es verschiedene Ansätze und ich bin sicher, dass William Mugayar da morgen einiges zu berichten weiß.
So, abschließend, Blockchain-Projekte. Werde ich jetzt gar nicht viel erläutern, nur nochmal für Sie, für euch, die das vielleicht nicht wissen. Wir haben die wichtigsten Blockchain-Projekte auf unserer Website Chainstep zusammengeführt. Sie kennen, das ist jetzt nicht von Chainstep, es gibt viele Übersichten, was es alles an Möglichkeiten gibt mit Blockchain. Und die sind eben alle spannend und interessant, aber eben auch oft so strukturiert, dass man sich da ein Stück weit dran verliert, wenn man genau wissen will, was heißt das jetzt für meine Branche, was heißt das für meinen Anwendungsfall. Dafür haben wir, wie gesagt, auf unserer Website Blockchain in Use hier als eigene Rubrik eingeführt. Wir haben die Use Cases nach verschiedenen Kategorien, einerseits Branchen, andererseits einige Informationen rund um Blockchain, wie zum Beispiel, ist es eine private oder ist es eine öffentliche Blockchain, haben wir kategorisiert. Sie haben etwas über 400 Use Cases derzeit. Das hat nie das Ziel gehabt, hier eine komplette Marktabdeckung zu haben, sondern wir sagen, die Dinge, wo wir glauben, dass die für die Branchen, mit denen wir uns beschäftigen, interessant sind, die bilden wir da ab. Hier sieht man auf der rechten Seite, wie die einzelnen Branchen dort vertreten sind. Natürlich, da kommt es sehr stark her, die Finanzbranche sehr weit vorne, aber auch die Dinge, über die wir hier zusätzlich sprechen, Supply Chain Management, Transportlogistik, sehr massiv vertreten, der Energiebereich und weitere. Ich möchte jetzt zum Abschluss drei Beispiele nennen. Das sind jetzt nicht die neuesten Beispiele, das sind vielleicht auch nicht die komplexen Beispiele, aber das sind für mich drei Beispiele, die wirklich mustergültig zeigen, was man mit Blockchain machen kann. Wir fangen an mit dem Energiesektor. Das ist zunächst mal was gar nicht so spektakulär sichtbar ist, aber ich finde das, was hier Dr. Michael Merz mit seiner Firma Ponton macht, mit Enerchain, das ist ein großartiger Ansatz. Die haben Lösungen gebaut als konsortiale Lösung für große Stromkonzerne, wo die eben direkt untereinander Stromhandel betreiben können. Das Ganze ist gerade im Aufbau. Die haben das im letzten Jahr mal pilotiert, der Branche gezeigt. Die Branche hat gesagt, wir wollen das haben. Der hat denen gesagt, ja, wenn ihr es haben wollt, dann lass uns überlegen, wie wir das gemeinsam bauen, hat relativ übersichtliches Geld von den Partnern eingesammelt und ist gerade dabei, das zu realisieren. Das sind sehr typische Wege, wie man Blockchain wirklich sehr gut nach vorne bringen kann. Aus dem Bereich Finanz ist für mich ein herausragender Vertreter das Unternehmen Abra. Was macht Abra? Die sind in diesem Remittance-Markt. Die sagen, sie haben das Ziel, und das haben sie auch umgesetzt, dass man von einem Smartphone auf ein anderes Fiat-Geld, also Euro, Dollar oder ähnliches, direkt übermitteln kann. Das kommt aus dem Gedanken, dass zum Beispiel viele Filipinos in den USA arbeiten, regelmäßig Geld nach Hause schicken und bisher davon damit leben mussten, dass sie an Western Union beispielsweise eine hohe Gebühr von 10% bezahlen mussten, 2 Wochen warten mussten teilweise, bis das Geld da war, und dann musste derjenige, der es abholen musste, in dem Land vielleicht auch noch eine längere Strecke zurücklegen. Heute ist es so, mit Abra können Sie von einem Handy gefühlt auf ein anderes Dollar überweisen. Im Hintergrund läuft Hedging, ich glaube, das machen die weiter über Bitcoin. Das heißt, sie haben mit Tauschbörsen da Vereinbarungen getroffen, wie im Prinzip die Volatilität des Marktes, wie die ausgeschlossen wird, und haben dann eben dort die Möglichkeit, direkt das Geld zu überweisen. Und dazu haben sie noch einen tollen Prozess aufgesetzt, wie man in dem Land das Geld auch abholen kann. Die beziehen die Stellen ein, die heute Telefonkarten verkaufen. Dort kann man eben das Geld dann von dem Handy quasi in echtes Geld umwandeln. Das heißt, die Wege sind kürzer, es geht schneller und last not least, es kostet keine 10% Transaktion zwischen 1 und 2. Abschließend noch ein Beispiel aus dem Bereich Transportlogistik, was ehrlich gesagt so ein bisschen unserer Kernpositionierung widerspricht, nämlich wir bringen Blockchain in die Realwirtschaft. Was ich Ihnen jetzt gleich zeige, ist eher futuristisch zu sehen, aber für mich ein großartiges Video, das kommt hier nach, aus dem Bereich Blockchain-Nutzung. Es gibt eine Firma, die heißt Chronicled. Die haben sich auf die Fahne geschrieben, IoT mit Blockchain eben auch zu verbinden. Und die haben einen ganz tollen Showcase als Video gemacht, den ich jetzt Ihnen zum Abschluss zeigen möchte. Dauert ungefähr 2,5 Minuten. Ich möchte, ich werde. Sehr eindrucksvoll, ja. Und für mich zeigt das, wenn es auch ein Stück weit weg ist, wirklich auf, wie auch verschiedene Technologien, die gemeinsam dann eben genutzt werden, um ja einfach
wirklich auch Prozesse zu verbessern, mehr Nutzen zu zeugen, wie man das eben machen kann. Das ist aber längst nicht alles. Also es ist sehr, sehr viel mehr, was auf uns zukommt. Ich wünsche uns allen, dass hier in den nächsten anderthalb Tagen jetzt da einiges entsteht. Freue mich sehr auf die gemeinsame Zeit hier und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und leite auch direkt über auf Oliver Süme von Field Fisher, der in seiner Rolle, der ist Partner, wie gesagt, bei Field Fisher, dort für Technologie, Outsourcing und Privacy verantwortlich, der aber auch gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender des ECO-Verbandes ist, dort für Politik, Recht und Regulierung zuständig ist. Und ich weiß einiges, was Field Fisher in diesem Bereich Blockchain macht. Stefan Zimbrich beispielsweise leitet die Gruppe in der ECO und wir haben auch schon gemeinsam Veranstaltungen bei Field Fisher machen können. Also da ist eine gute Verbindung. Ich habe auch schon Vorträge gehört von Ihnen und freue mich einfach auf den nächsten Vortrag. Vielen Dank erstmal.